Wir sind wieder zurück hier in Claire Grubes Riesenschmiede im Keller. Ja, hier unten und auch oben hat sich etwas verändert. Auf den ersten Blick erstmal nichts. Hier ist immer noch grau und grau, beziehungsweise weiß und weiß. Hier sieht es nur grau aus. Tor steht offen, immer noch. Ja, ich habe da hinten die Lager aufgeräumt. Die habe ich alle weggeräumt. Selbst das Lager hier vorne ist schon weg. Der LKW ist übrigens rappeldicke voll. Und jetzt wollen wir erstmal ganz schnell den LKW ausleeren. Jedenfalls das, was wir davon noch irgendwie unterkriegen hier irgendwo. Ich habe die Lager hier alle schönartig nebeneinander gestellt. Außer hier, ne? Hier haben wir so einen kleinen Platz, wo wir rückwärts reinfahren können. Die sind alle zugeordnet, alle benannt. Und außer hier. Hier steht jetzt kein Lager, weil, weiß ich nicht warum. Ach ja, weil eh nichts drauf Zugriff hätte. Gut, wollen wir mal kurz gucken. Was haben wir hier schön? Ja, ich habe auch schon schön sortiert. Ja, ich war fleißig. Was haben wir denn hier? Steinlager. Wo können wir es mal hinschmeißen? Nicht unbedingt hier, sind nämlich alle voll. Ja, sind alle voll. Das fängt ja gut an. Ja. Gut. Müssen wir mal zurückfahren. Bitte. Danke. Vielleicht mal hier so hin. Ja. Können wir mal gucken. Umformlager. Das sind diese drei Lager hier vorne. Hier ist das Eisenumformlager. Hier kommen Sandsteine rein, die dann zu Eisenerz umgeformt werden. Hier kommt Granit rein, das wird zu Kupfer umgeformt. Und hier kommt Gneis rein, der wird zu Gold umgeformt. Und das hier, das sind normale Steinlager, die sind auch oben alle entsprechend schon verbunden. Ja, so, jetzt wollen wir mal anfangen hier. So, zackig. Jetzt geht's aber mal los. So. So, Umformlager, nee, Steinlager 1 bräuchten wir eigentlich. Hier habe ich noch nicht unbedingt sortiert. Vielleicht mal so ein bisschen. So, reicht doch schon. Holz. Holz hier nicht. Granit. Granite. Haben wir irgendwo Granitlagern? Haben wir nicht. Warum? Da ist doch Granit. Ach, zu weit weg. Bestimmt zu weit weg. Gut, dann müssen wir hier mal kurz rückwärts reinfahren. Hier irgendwo. Ja, ich muss erstmal noch, das Fahren müssen wir noch mal lernen. Ach, scheiße. Ach, Mensch, das ist so ungemein gemein. Naja. Also, das ist doch nicht so, das ist doch nicht wahr. Ach, Mensch, das ist ja echt unfair. So, jetzt geht's mal los und jetzt können wir... Nein, ich will da nicht reingucken. Ich will hier drauf. Ich will hier reinsetzen, Mann. So. So, jetzt müssen wir eigentlich auch... Das ist jetzt aber ungünstig, ist aber extrem ungünstig. Wir haben ja gar keine Leiter jetzt nach unten. Ja, das, ja, gut. Hallo, ihr drei Wölfe. Zwei pennen ineinander, warum auch nicht. So. Ja, jetzt müssen wir nochmal zu Fuß hier runter. Ja, da habe ich wohl was vergessen noch zu machen, aber da hatte ich keine Zeit mehr zu. Es tut mir leid, denn das hier hat schon Stunden gedauert, bis ich hier alles eingestellt hatte und so weiter. Könnt ihr euch sicher vorstellen. So, Umformlager, tralala. Und jetzt hier nochmal. Und Umformlager, wo haben wir es denn? Eisen haben wir da. Umformlager Eisen. Kommt da natürlich wieder rein. Warum haben wir eigentlich so viel Holz hier am Start? Das würde mich mal interessieren. Ich habe keine Ahnung. Rohholz. Rohholzlager 3, da passt noch ein bisschen was rein. Das heißt, das können wir alles hier reinschmeißen. Jawohl. Und Granit hatten wir eigentlich gesucht, ne? Granit, das Granitlager. Welches ist denn das? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das Fünfer. Ja, das Fünfer war es. Alles klar, das Fünfer Granitlager. Und das kommt jetzt alles nach oben, außer die Rohre und die Straßen und die Erde. Da weiß ich noch nicht, wohin damit. Auch der gusseisene Ofen bleibt hier an Bord und die Kohlenstücke auch, weil so viel haben wir davon nicht. Wir müssen ja auch irgendwie vorwärts kommen. So, und in dieser Folge möchte ich nämlich tatsächlich, wer hätte das gedacht, anfangen, das Zwischenglück zu bauen. Also, ich hoffe, ihr schafft das noch diese Folge. Ansonsten machen wir es in der nächsten. Dafür brauchen wir natürlich Massen an Holz. Das wird hier wahrscheinlich auch alles gar nicht reichen. Aber was soll's, ne? Wir haben ja noch ein bisschen. So, gut, dann mal hoch zur Feuerwehr. Moment, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz auf dem LKW. Das heißt, ich könnte hier den Restmörtelfell noch einladen. Gut, wir haben gar keinen Platz mehr auf dem LKW, dann können wir auch keinen Restmörtel einladen und gut, da ist nämlich noch ein bisschen was drin, ne? Von daher ist ja nicht alles Mörtel, was wir haben, nicht alles Mörtel. Gut,
Die Mörtel, ach die Liebe, das ist so ein liebes Mädchen. Die Mörtel. Seine Pickelschnut, aber was soll's. So, ja. Wie ihr seht, Öfen haben sich vermehrt hier, die Brennöfen. Den hatten wir ja schon noch hergestellt und hier ist jetzt gähnende Leere. Ich weiß noch nicht, was ich hier hinstelle. Also da hinten in die Lücke, da kommt auf jeden Fall so ein Backofen. Aber nur für, auch nur für Mörtel, weißt du. So. Mal gucken. Den können wir zumachen. Hier ist natürlich wieder nichts sortiert. Das ist ja ganz klar, aber das ist auch nicht so schlimm. Mörtel 1. Ja gut. Sollen wir vielleicht erstmal alle kollabieren lassen. Kollabieren. Und erstmal alle ausschalten. Weil hier brauchen wir nichts verbunden. Mörtel 1. Also Mörtel 1 auf Mörtel 1 haben wir Zugriff, auf die anderen Mörtels nicht. Warum? Ach, weil die anderen Mörtels hier unterliegen. Die sind unterlegen. So, alles klar. Also Mörtel. Die gute Mörtel. Hallo? Ich möchte das gerne hier reinlagern. Dankeschön. Haben wir noch irgendwas im Rucksack? Nein, haben wir nicht. Aber hier im... Wo ist er denn? Ach, ganz oben. Ganz oben, ganz oben. So. So, guck mal. So schnell geht das. So ist das alles schick. Und ja, wo hatten wir eigentlich die Rampen drin? Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Wir haben halt auch gar keine Truhe jetzt mehr. Ich habe die alle hier eingepflastert hier, überall. Vielleicht gerade nicht so gut. Wo hatten wir denn... Ich glaube, die hatten wir hier mit drin, ne? Wagenmacher, Feuerwehr, ich glaube ja, ich glaube, das kommt hin. So, da brauchen wir nicht, da brauchen wir nicht, da brauchen wir nicht. Umweltkarren, Lagerplatz haben wir hier. So, alle Rampen, Rampeng. Ja gut, der gusseisernen Ofen, der kann hier auch noch mit rein. Moment, wir hatten doch, ah ne, da haben wir gar keinen Platz mehr. Da habe ich schon die anderen Straßen aus dem Bollerwagen unten schon reingefüllt. Ja, ist gerade nicht so gut. Haben wir noch irgendwo, ne, haben wir nicht mehr, haben wir auch schon leer gemacht, das Lumberlager. Das heißt, wir werden hier gleich mal ein bisschen Lumber herstellen lassen, das wäre schön. 1200, ja gut, ich glaube, das reicht ein bisschen. Wir stellen mal 400 Unlocks, Moment. Lumber, stellt man Lumber tatsächlich aus Unlocks her? Muss mal gucken. Lumber, ja, aus Unlocks, alles klar. Dann Lumber aus Unlocks. Na, bevor wir hier jetzt 400 Unlocks-Blöcke haben, das wäre auch nicht so toll. 24 Minuten dauert das. Ja, komm, das geht. Ist okay. So, 400. Okay, 300 hätten wir gebracht. Weißt du, machen wir nochmal 200. Nochmal 200. Und wir verbrauchen ja gar nicht so viel Holz. Ist ja gerade das Schöne dran. So, dann gucken wir hier mal. 600 werden da gerade gemacht. Das heißt, wir brauchen hier. Hier können wir tatsächlich nutzen. Warum jetzt auf einmal 9? Hä? Das lässt sich doch so, schon wieder so schlecht teilen. Mensch. Stand da nicht eben gerade was von 6? Ich glaube ja. Gut, dann machen wir halt nochmal 300, ne? Dann ist es so. Alter, so viel Holz. So viel Holz, so viel Holz. Alter Finne. So, dann machen wir mal, wie viel braucht man hier? 900 haben wir da jetzt, 100. Achso, das passt wieder nicht. Alles klar, dann passt das wieder nicht. 125 vielleicht, das ist viel zu viel. 120, auch nicht 110. Hä? 100. Hä? 105. 104. 103. 102. Klaus, sind so krumme und schiefe Zahlen hier. So, Lagerplatz. Müssen wir mal gucken, wo wird es denn jetzt eingelagert? Leider da. Das heißt, hier brauchen wir tatsächlich das hier. Ja, das ist gut. Und hier brauchen wir, das habe ich nämlich noch nie angepasst, die Reihenfolge, ne? Die Reihenfolge ist ja auch entscheidend. Und dann passt das hier jetzt auch, glaube ich. So müsste das eigentlich auch passen. Gut, jetzt wird hier fleißig Lumber hergestellt. 100 ganze. Ja, so viel Holz geht dafür drauf. Na gut. Was, haben wir noch irgendwas drauf? Nee, ne? Ja, nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges haben wir da mehr. Das ist gut. Erde habe ich noch nicht angerührt unten. Kompost habe ich unten bloß versetzt. Das ist alles gut. Hm. Wir könnten nochmal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir könnten allerdings nochmal hier, sag mal, was ist denn hier los? Wir könnten. Haben wir von hier aus Zugriff auf das Umformlager Eisen, das wäre schön.
Ja, wie man sieht, hier sind alle möglichen Lager offen. Das liegt aber daran, weil es unten 10 Steinlager sind und wir brauchen von jedem der 3 Zugriff darauf. Also wir haben jetzt hier 3 Steinmetztische. Das passt also alles wunderbar. Also von dem haben wir tatsächlich Zugriff, aber haben wir auch ein Umformlager. Umformlager Gold. Ja, sieht ja gerade echt toll aus. Gut, dann haben wir von dem hier vielleicht Zugriff auf das Lager 1 und 2. Auf Lager 3, das ist unpraktisch. Ja, das ist ja schäbig. Moment, aber hier müssten wir eigentlich Zugriff auf Lager 1 haben. Haben wir nicht, aber auf Lager 2, das ist gut. Ja, geht so. Geht so, Imhotep, geht so. Denn die wollte ich tatsächlich hier Dings hier. Na, sag mal schnell. Zu Eisen verarbeiten, genau, zu Eisen. Und das machen wir jetzt mal schnell. Das geht ja schnell. Das geht ja wirklich schnell. Sandstein zu Kupfer, das sind 33. Es sind natürlich... Doch, 33. Es sind 33, alles gut. Sandstein zu Kupfer. 17. Was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ich glaube, ich habe irgendwas nicht mitgekriegt, dass hier vielleicht doch irgendwo ein Lager noch ist. Kann sein. Kann ja durchaus sein. Weiß ich nicht. Will ich mich jetzt auch gerade nicht festlegen lassen. Dann können wir hier nochmal ein bisschen und vielleicht nochmal so hier. Ich muss das erstmal finden, ne? Von daher 5, 6, 5. Alles da. Machen wir 5. Das geht ja schnell. So. So, machen wir nochmal 33. Nochmal 33. Zack. Oh, komisch. Hier bleibt jetzt nur einer übrig. Komisch. Hier gehen seltsame Dinge vor sich. So. Und hier machen wir auch wieder 33 davon. Herstellung bitte. 33. Stellen Sandstein zu Eisen. Und nochmal 33. Der ist auch schon fast wieder fertig. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann haben wir hier unten nämlich keinen Sandstein mehr, der uns irgendwie beeinflusst. Da machen wir 5. Nicht 45, 5. Okay, dann nur 4. Dann nur 4, dann haben wir noch 2 übrig. Ja, komm, das geht ja. Das ist okay. So. Guti, guti. Und ich würde auch ganz gerne noch Kupfer ein bisschen umformen. Ja, jetzt wird die Zeit schon ein bisschen knapp. Wir wollen ja... Es wird schon wieder dunkel. Ach Mensch. Wir wollen tatsächlich... Ja, wir brauchen ja alles. Wir brauchen ja wirklich alles. Das ist ja das Problem. Steinlager 7, 8 und 9 brauchen wir hier. Haben wir wenigstens darauf Zugriff. Das wäre schön. 7, 8 und... Ja, auf 8 und 9 haben wir Zugriff. Das passt. Das passt auch wunderbar. Es müssten 500 Blöcke hier drin sein. Das heißt, wir machen hier mal... 66 vielleicht. Oder komm, wir machen 70. Wir machen 70. Machen wir hier mal 70 draus. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen viel. 70, 280. Ja komm, dann ist ein Lager leer, dann passt das. So, 70. So, achso, soll ich vielleicht nochmal freigeben, ne? Ja. Wäre schon eine Maßnahme. Zack. So, kommt es wieder zu. Damit nicht versehentlich hier irgendwas gebrannt wird, was wir nicht haben oder wovon wir nicht genug haben. So. Gut. 9, 8, 7 brauchen wir noch, ne? Ja, das 7er Lager. Wie viel brauchen wir noch? Mach doch mal auf. Mach doch mal auf, Mann. Herstellung. 57 Granit brauchen wir noch. 57, das heißt... Ach, Glaubsystem. Das wäre zu schön gewesen. So, 50 und 7. 57, gut. Zack, und das war's hier. Und hier, der hat ja auch schon... Der hat gut zu tun, das ist gut. Jetzt sehe ich, dass er gut zu tun hat. Alles da. Gneis haben wir nicht so viel. Von daher brauchen wir das auch gerade nicht köcheln lassen. Das wird alles schön ordentlich unten eingelagert. So, und jetzt, wo bauen wir das Würfelglück? Ich habe mir ehrlich gesagt noch keinen Bauplatz irgendwo angeguckt.
Von daher weiß ich das noch nicht so genau. Ja, leider. Oh Gott, wenn ich das schon wieder sehe, ist gekröselt hier. Boah, das müssen wir auch noch ernten. Später. Raschel, 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 raschel. Okay, wir gehen mal zu Fuß, ne? Ja, das wird sich wahrscheinlich lohnen. Zu Fuß zu gehen, das wird sich echt lohnen. Alter, so viel Gekrösel hier. Hier könnten wir theoretisch durch. Hier könnten wir durchpassen. Ah, dann haben wir da wieder so eine Grube. Das ist auch nicht so gut. Ja gut, die könnten wir auffüllen. Wir haben ja genug Erde. Glaube ich. Obwohl, nein, die kriegen wir nicht aufgefüllt. Aber hier könnten wir Rampen bauen. So Erdrampen. Um den Schein zu wahren, weißt du? Ja, aber hier geht es ja auch noch wunderbar drumherum. Ja, von wegen wunderbar drumherum, das war wohl nichts. Okay, wir gucken uns erstmal irgendwo hier so einen Bauplatz aus. Der muss ja gar nicht mal so nah an unserer Schmiede dran sein. Moment, das sind zwei. Ach, hier kann man Durchbruch machen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist super. Und hier geht es auch einmal drumherum. Alter, hier wäre gut. Hier wäre es super. Hier wäre es optimal. Hier ist genug Platz. Ja, hier wäre gut. Ja, wer sich wundert, was da für komische Striche da hinten sind, das ist kein Anzeigebug, das sind tatsächlich meine Abgasrohre von der Riesenschmiede. Ja, weil mich hat es irgendwie, es hat mich gestört, dass immer die Landschaft da so arg in Mitleidenschaft gezogen wird, gerade bei uns auf dem Dach. Und deswegen habe ich das einfach mal so gemacht. So, Schmiede. So viel Glück. Ja, ich möchte tatsächlich in der Wüste möchte ich heute das Süffelglück jetzt bauen. Und damit fangen wir jetzt auch mal an. So. Es wird ein großes Glück, ne? Von daher, bitte nicht wundern. 19. Das ist schon mal ganz gut. Krumme Zahlen sind gut. 15. Sehr gut. Das kann notfalls weg, ne? Glaube ich. Das ist nicht allzu viel. Ja, das können wir notfalls zurückbauen. Das ist kein Problem. Aber wohin dann wieder mit der ganzen Erde? Okay, Moment. Wir können erstmal die Schaufel voll machen. Komm, wir machen erstmal die Schippe voll. Und dann geht das schon in Ordnung. Das hier wird der Küchenbereich. Irgendwie sieht der nicht viel größer aus als beim alten Süffelglück. Wir könnten den noch weiter nach hinten durchziehen. Da können wir anpassen. Also wir haben ja alles Mögliche frei. Ne? Wir haben ja Spielraum ohne Ende. Uns behindert ja wirklich. Das Einzige, was uns aufhält, ist unsere Fantasie. Ganz wie im richtigen Leben. So. Ja, super. So gefällt mir das schon ganz gut. So. Ja, wir brauchen sehr viel Lumber. Wir brauchen sehr, sehr viel Lumber. Das heißt, okay, wir haben ja durchaus ein paar Kakteen rumstehen, also Kaktusen haben wir noch rumstehen. Die können wir alle fällen, da kriegen wir auch Holz raus, komischerweise. Unsere Schaufel ist übrigens voll. Jetzt muss ich erstmal einen LKW suchen. Kommen wir hier überhaupt hin mit dem LKW? Ja, ist eine durchaus berechtigte Frage, die gerne beantwortet werden würde. So, also hier sind wir wieder auf der Höhe des Hüffelglücks. Hier müssten wir dann irgendwie so lang. Da sieht man natürlich schon die Schmiede. Ein erstaunlicher Ausblick. Herrlich. Wir könnten natürlich auch einfach hier zumachen. Das können wir auch. Dann würde quasi dies ja alles noch eben werden. Ich glaube, das machen wir auch. Oh komm, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir sogar. Terraforming und das Süffelglück bauen. Ah ja, das wird schön. Das wird schön. Spontane Ideen sind meistens die besten. Und also in meinem Fall. Spontane Ideen sind bei mir aber auch ein bisschen gefährlich. Ne? Die sollte man mit Vorsicht genießen, weil da baue ich dann meistens ewig dran. Aber nein, das wird hier nicht ewig dauern, weil das ist ja wirklich nur begrenzt hier. Das ist arg begrenzt. Alles gut. So. Na, nu. Machen wir weiter. Dankeschön. Ja. Ja, das wird schön werden. Hier könnten wir, obwohl hier möchte ich glaube ich so lassen. Weil sonst kommt das hier alles ein bisschen zu früh weg und das will ich gar nicht.
denn hier soll ja auch noch eine Umrandung drumherum. Wenn wir hier wieder anfangen, dann reicht das völlig. Ja, das reicht völlig. Eins, zwei, wie lang ist so eine Rampe? Vier, ne? Vier waren sie. Eins, zwei, drei, vier, ja. Vier, gut. Eins, zwei, drei, vier, dann haben wir, Mist, eins, zwei, drei, vier, da. Zack, 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 zack. Ja, das passt, das geht. Das geht, das geht, das geht. Wie schön. Der Guide, der Tourguide. Ach, wie schön. Ach, ich freue mich. Ich freue mir. Ah, das wird richtig schön hier. Unsere Schmiede ist durchaus schön, aber sie ist immer noch nicht fertig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr die Schmiede nicht mehr sehen wollt gerade. Und da geht es euch übrigens nicht anders als mir. Also mir geht die Schmiede auch mittlerweile tierisch auf den Sack. Seit 75 Folgen sehen wir nichts anderes. Und ja, gut. Aber wir brauchen sie ja. Wir brauchen sie ja. Ne? Und da muss auch alles rein und forschen müssen wir auch noch wieder. Aber ich will jetzt endlich mal wieder was Schönes bauen und basteln und überhaupt und weißt du. So, und die Erde in unserer Schaufel ist gleich leer. Das heißt, wir können auch schon... Wir müssen sogar gleich schon die Aufnahme beenden. Was? Warum? Warum sind schon wieder 21 Minuten um? Ich gucke gerade eben so mit einem Auge auf den Timer, mit so einem halben. Und da sehe ich auch einmal hier die 21 Minuten schon durchrauschen. Alter. Alter, finde. Gut, ja, dann... Dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle Feierabend. Und ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ne? Also ich werde hier schon mal ein bisschen mähen. Dann müsst ihr euch das hier auch noch antun. Weil wie die gemäht werden, das wisst ihr ja. Ne? Einfach so. Und dann habt ihr hier einmal ne? Agavensamen und Agavenblätter. Und so erntet man die. Ja gut, also ich sag bis zur nächsten Folge. Und ja, dann geht es hier weiter. Dann machen wir ein bisschen Rampenbau. Und den LKW sollte ich möglichst noch irgendwie zurückziehen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Bevor ich den hier einbaue. Und dann muss ich ihn bloß hochsetzen. Und das wäre auch nicht so schön. Erde kriegen wir da hinten genug raus, glaube ich. Ja, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.